Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ein weiterer Monat, der Oktober 2022, ist vorüber und deshalb gibt es heute meinen Lesemonat Oktober. Viel Spaß! Wie ihr wahrscheinlich schon an der Länge des Videos gesehen habt, ist dieses Video mal wieder nicht besonders lang. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich im Oktober halt relativ wenige Bücher gelesen habe, obwohl ich eigentlich Ferien hatte. Kommen wir jetzt dann erstmal zu den Büchern, die ich zu Ende gelesen habe oder halt angefangen habe zu lesen. Das wäre zum einen das Buch von Sebastian Fitzek, Der Augensammler. Dieses Buch habe ich zu Ende gelesen und dazu auch ein eigenes Video schon gemacht. Das heißt, falls ihr darüber noch mehr erfahren wollt und das Video nicht gesehen habt, dann könnt ihr hier rechts oben auf das i klicken. Dort kommt ihr dann nochmal zu dem entsprechenden Video. Und ein weiteres Buch habe ich angefangen zu lesen, und zwar das Buch Erebos, und zwar davon den zweiten Teil von Ursula Poznanski. Der erste Teil hat mir ja sehr gut gefallen, wie ich jetzt auch schon mehrmals angesprochen habe in den Videos, und deshalb hatte ich mir dann jetzt den zweiten Teil gekauft und jetzt auch angefangen zu lesen. Falls ihr noch nicht wisst, um was es in dem ersten Teil geht, dann könnt ihr jetzt hier oben auf das i klicken nochmal. Dort kommt ihr dann zu einem entsprechenden Video und zu einer Buchvorstellung von diesem Buch. Wie gesagt, ich habe dieses Buch erst angefangen, aber habe noch nicht besonders weit gelesen, um mir da jetzt eine komplette Meinung von diesem Buch zu bilden. Deshalb gibt es meine Meinung dazu entweder in einem separaten Video mit einer generellen Buchvorstellung dann oder im nächsten Lesemonat-Video. Ja, und das wären auch dann schon soweit die Bücher, die ich gelesen habe. Kommen wir jetzt aber noch zum Ausblick auf den nächsten Lesemonat. Natürlich will ich das Buch Erebos 2 eben noch zu Ende lesen. Und vorbestellt ist auch schon das Buch Mimik. Das müsste dann bald die nächsten Tage auch ankommen. Das will ich auf jeden Fall auch lesen. Und zwar ist das der neue Psy-Thriller von Sebastian Fitzek, der jetzt Ende Oktober auch erschienen ist. Und damit wären wir schon am Ende dieses sehr, sehr kurzen Videos angelangt. Ich habe lange überlegt, ob ich das Video machen soll, aber ich mache es halt jeden Monat, deshalb habe ich mir gedacht, damit ihr da wisst, was Sache ist, mache ich das Video mal trotzdem. Nächste Woche kommt dann kein normales Video, sondern mal wieder ein Outtake-Video. Wenn ihr dies und weitere Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Schaut außerdem auch noch auf meiner Website und auf meinem Instagram-Account vorbei, diese habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. In dieser Hinsicht würde ich mal sagen, macht's gut, bis bald und bleibt natürlich gesund. Tschüss!